Da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt, na, das fängt ja super an, in der kleinen Pause überlegt, wie ich das jetzt im weiteren Verlauf machen möchte. Und ich sage euch jetzt, wie es ist. Gegen Mokuba und gegen Tristan würde ich noch antreten. Und gegen Tristan vielleicht auch noch. Aber gegen alle anderen werde ich sofort surrender. Dann ein Deck aufbauen und euch dann zeigen, wie es geht. Beziehungsweise Truestale machen wir es auch. Ich bin Truestale. Wir jungen euch den gemeinsamen Teil. Ich bin bereit, wenn wir. Es ist egal, was er sagt. Wir werden automatisch surrendern. Gegen jeden anderen Gegner auch, weil ich will jetzt seine Karten noch nicht zeigen. Ich will einfach gucken, wie sieht das aus. So, egal, komm. Nein, mach wieder. So, ja. Ich will einfach zeigen, wie ist es, wenn wir ein anständiges Deck haben, wenn wir uns das erarbeitet haben, dann sind die Duelle auch in Ordnung. Dann macht das auch Spaß. So, ich gewinne, bla bla bla, ist egal, was er sagt. Ist total egal. Ich will jetzt erstmal alle Gegner aufdecken. So, da ist noch ein zweiter Duelland, unbekannt, den treten wir noch an. Jo, Yami Bakura. Ist in Ordnung. Wie gesagt, machen wir nix. Machen wir nix, das ist... Lass ihn mal machen. Draw wohl eine Karte, aber werde dann gleich mal surrendern. So. Das Doofe ist, man kann auch an diesen Duellanten nicht wirklich ausmachen, wie stark sind sie. Das macht man durch den Sound. Also Bakura gehört schon zu den Stärkeren. Okay, jetzt haben wir keine... Jetzt reden wir mal mit einem Passagier. Passagier, ein Passant, du Idiot. Mann, jedes Duell, das ich gesehen habe, war ein hitziger Kampf. Soweit ich bisher gesehen habe, ist das Beobachter der Karten und Friedhofs der Gegner der Schlüssel zum Sieg. Ach so. So, da haben wir einen, den wir noch nicht kennen. Den fordern wir mal heraus. Gucken, was wir da, wer das ist. Ach Gott. Ja, ist gut. Marco Tsunami. Das ist auch so eine Überlegung gewesen. Das wäre ein Deck, was ich erstellen möchte. Das kennt man ja schon aus Heiligen Karten. Da habe ich auch ein Wasserdeck zusammengestellt, was auf jeden Fall ziemlich gut war. Und dann hat man da einiges mit rocken können. Hier ist es so ein bisschen anders. Hier musst du gucken, was will man für ein Deck. Deck machen, was hilft einem am meisten. So ein Wasserdeck ist gar nicht schlecht mit... was war das denn? Na egal. Oh, es ist wieder Duellwoche. Gib mir mal ein paar Karten, ne? Was haben wir bekommen? Okay, Berggeist, Mist, Abwehrspiegel, Mist, Skelgon, Mist, Friedhof und die Hand des Todes, Mist. Und antikes Gefäß, Mist. Jo, das natürlich. Es sind 5 Gratiskarten, kann nichts dagegen sein. Aber schön, es wird anderes. Unbekannt. Komm, jetzt holen wir mal Mokuba. Rex Raptor. Der ist auch noch da. Ist mal gut, dass ich anfangen kann, dann kann ich nämlich umso schneller aufgeben. Und so. Jo. Ja, für alle, die jetzt in diesem Part sagen, Duran, du kannst doch nicht jeden Kampf einfach aufgeben. Doch, ich habe erklärt, es ist strategisch. In dem Moment wichtig, dass ich das mache, weil ich mein Deck aufbauen will und dazu brauche ich spezielle Gegner. Und die sind nicht immer da. So, Passagier, was sagst du? Wenn es so aussieht, dass du einen Kampf nicht gewinnen kannst, suche dir einen schwächeren Gegner. Versuch dabei, einige Karten in dein Deck aufzunehmen, die deinen Gegner während des Spiels in Nachteil bringen. Wenn das nicht geht, schau dein Deck durch und stell ihn neu zusammen. Oder bitte Fortuna, dir beizustehen. Bist du witzig. Ach, kann jetzt auch mal irgendjemand auftauchen hier. Oh, hier, Passagier. Ey, bist du ein Duellant wie der Kerl, den ich gerade gesehen habe? Er sah wirklich gut aus, oder? Die guten Eigenschaften aus dem Mittleren Osten sind absolut traumhaft. Damit nicht genug. Er sieht super aus auf seinem Motorrad. Das... Ah, da sind 2 Duellanten, die wir noch nicht kennen. Joey! Der ist auch... Ja, weiß ich nicht, aber...
Wie gesagt, ich habe mir die beiden überlegt, die ich haben möchte, die ich auch fighten würde, wenn ich sie sehe. Aber bislang ist es jetzt so, alle anderen surrender ich. Mokuba und Tristan sind die einzigen, die ich noch annehmen würde. Bis ich alle habe. Ich will wirklich alle Duellanten aufgedeckt haben. Dann können wir nämlich gucken, wie es weitergeht. Mein schwarzer Rotaugendrache. Dann versichere ich euch, bauen wir irgendwann ein Deck, was wirklich alle was zum Geier ist. Das denn? Meisterschaft. Eben gucken. Was ist das? Hallo Teilnehmer, willkommen zum Duellturnier. Hier könnt ihr herausfinden, ob ihr bei euren täglichen Duellen etwas gelernt habt. Das Turnier besteht aus mehreren Spielen. Jeder Gewinner erhält ein spezielles Erinnerungskartenpaket. Also gebt euer Bestes. Nun, hier sind eure Gegner. Na, alle bis auf. Ja, bis das heutige Opfer. Ich bin drei, machbar. Ich hätte mir Thea gewünscht, dann hätte ich wenigstens gewinnen können. Ich kann euch ja schon mal so viel ver Ja, genau. So viel verraten, dass in meinem zukünftigen Deck werden so Karten wie Polymerisation und so ein Scheiß werden da keinen Platz haben. Guck dir das an. Was ist das für ein beschissenes Blatt am Anfang? Was soll denn das? Was soll das? Das geht sowieso in die Binsen, aber pff. Das zur Monster-Reanimation? Warum? Nö, kannst du ruhig rufen. Hä? Habe ich dich. Was hat er jetzt gespielt? Hat er reißende Tribut aktiviert? Oh, sehr schön. 7 Wechsel des Banditen. Ich kann nichts rufen. Hat er wirklich reißende Tribut gespielt? Lol, er hatte den Parasiten und zwei Nadelwürmer. Geil. Finde ich gut. Da hätte ich 10 Karten mit verloren und einen Parasit in meinem Deck. Maskenklau ist ein Witz, oder? Was? Warum? Das kann doch nicht wahr sein! Du verbaseltes Spiel, ey! Hallo, kann man mir mal ein Monster geben, womit man mal richtig. Ich brauche nur ein gutes Monster. Guck mal, was für Luschen der auf dem Feld hat. Hätte der unbefallen liegen, wenn ich die mit meinen 7 Werkzeugen deaktivieren. Mein Gott, ist doch jetzt wohl ein Scheißwitz, egal, die rufe ich jetzt im Angriffsmodus. Ey, das kann doch nicht wahr sein, nur einen verkackten Pinguin-Soldaten kriege jetzt. Ich hab die Schlange an. Das gibt's doch nicht, ey. Von allen Monstern, die ich in meinem Deck habe, die gut genug sind. Nee, so. Ja, topft der hier. Nein, zieh euch deine beiden Karten, ist egal. Ja, ist dein Ernst oder was? Du kleiner Bastard, ey. Ja, komm, spiel freundliche Wohltat. Was? Das hast du dir aber so gedacht. Moment mal, nix da. 7 Werkzeuge des Banditen, da habe ich so eine Falle deaktiviert. So, weg. Gib mir meine 3 Karten. Oh, was ein Schwachsinn, ey. Komm, schmeiß weg und schmeiß weg. Jetzt guck dir das an. Das gibt's doch gar nicht. Ja, komm, ruf Exodia, teil uns, Feld ist egal. Jetzt kannst du doch knicken. Was ist das für ein Schwachsinn? Ja, genau. So ein Quatsch. Ey, das ist so ein Blödsinn, dieses Spiel manchmal. Nein. Ich krieg doch Kuribu nicht wegen sowas weg. Die Riesenröcke. Das macht Spalt. Den niedrigsten Angriffswerten, ja, Herz allerliebst. Komm, Riesenratte, mach mal ein bisschen Tamtam hier. Hol jetzt den Stahlskorpion weg, auch wenn der einen Effekt hat. Aber sein Effekt wird halt erst in 2 Zügen aktiv. Und so lange lässt er meine Riesenratte niemals auf dem Feld. Die wird er gleich in 2 Spielzügen mit Riesenratte zerstört wird. Ja, komm. Was macht der da? Okay, wenn er das möchte. Nein! Bei 100 Punkten liegt Kuribu bestimmt nicht weg. Genau dich.
Oh, danke schön. Dunkles magisches Ritual. Das habe ich gebraucht. Echt nicht wahr. Von allen Karten, die ich in meinem Deck habe, krieg ich nur Scheiße. Und da ist die Insektenkönigin, ich hab's gewusst. Boah. Oh, das kann echt nicht wahr sein. Ach komm, weißt du was? Leck mich am Arsch. Nö, hab ich keine Lust drauf. Das ist doch wohl lächerlich. Warum mache ich sowas eigentlich? Ich muss an meiner Strategie festhalten, dass ich sage, Feierabend. Ja, ist gut, halt die Burschen. Ach nein, das ist ein Zweier. Oh, oh mein Gott, stimmt. Ja. Oh, Baphomet. Ich kann schon wieder in die Scheiße kotzen, ey. Ist doch wahr, Leute. Ja, warum spielt der Raigeki? Warum hat er sowas? Echt, ey. Ja, mach was. Spiel am besten noch schwarzes Loch oder so ein Scheiß. Topf der Gier, Raigeki, Monster-Reanimation. Ist klar, Junge. Ist klar. So, hier, da hast du eine Karte, die ich locken soll. Machst du doch kaputt. Das ist so lächerlich. Ja, genau. Okay, Feierabend. Aufgeben. Nö, hab ich keine Lust drauf. Das ist so ein. Das ist wirklich Zeitverschwendung. Tut mir leid, du bist verloren. Halt die Fresse. Das kann echt nicht wahr sein, ne? So, du. Komm, ich hau sie jetzt. Wie gesagt, ich halte jetzt an. Ich mache jetzt nichts anderes. Ja! Boah! Kann ich nicht instant aufgeben? Komm. Oh, ich habe gewonnen. Ich habe Schere, Stein, Papier gegen Yugi gewonnen. Ach komm, zack, Karte nehmen und aufgeben. Ne, ne. Wie gesagt, da lasse ich nichts dran. Das ist auf keinen Fall. Moin mit. Das ist unfassbar, ist das. Hör mir dir sehr genossen, da geht etwas mehr Glück. Oh, bist du aber höflich. Passagier. Ich bin vier Duellern in der ganzen Zeit verstreut. Wenn du starr auf ein Duell bist, suche ich vor dir sie heraus. Ja, ohne Scheiß. Was jetzt wieder? Ach, schon wieder eine Woche rum? Genau, fünf Stück. Ja, Mann, voll geil. Die sind immer super. Ach, du ahnst es nicht. Was ist denn das? Schrott. Müll. 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 Oh, Scheiße. Das ist, als würde man dir in den Sack treten. Dann noch herzlich dabei lachen. So, wer ist das? Ist das Tristan? Weil er oft mit Joey abhängt. Seife, bitte. Klar, warum nicht? Ist ja doch Kaiba, natürlich. Das ist logisch. Ich will gar nicht mehr reden. Ich will es einfach nicht mehr wissen. Ja, es ist doch... Gegen... Ach, ohne Scheiß. Also wer das Anfangsdeck zusammengestellt hat, der gehört echt geprügelt. Ja, komm, laber nicht. Har, har, har. Nächster, bitte. Ja, super. Gibt's auch mal ein Duelland? Bin ich noch nicht. Komm, da fehlt doch... Warum sind Tristan und Mokuba noch nicht aufgetaucht? Mann, wie bist du das nicht gesehen? Das ist ein einziger Kampf. Ja.
Hallo. Will duellanten, die ich noch nicht besiegt habe. Ich weiß, dass die beiden noch fehlen. Wer fehlt denn noch? Viel mehr fehlen zu diesem Zeitpunkt gar nicht, oder? Wir haben schon mal. Hey, hör mal zu. Der war dieser wirklich gemeine Duellant, der jetzt auch schlechte Duellant machte. Seine kranke Sache so ähnlich klingt wie ich. Ja, ja, war echt seltsam. Ach, Weevil. Ja, jetzt allerliebst, es taucht einfach keiner mehr auf von denen. Hallo. Hallo. Warum kommt der denn keiner? Hey, hör mal zu. Aber dieser wirklich gemeine Duellant. Ja, ist ja gut. Ja, ist noch einer, den wir noch nicht gehabt haben. Unbekannt. Na, wen haben wir da? Bokuba! Ja, hey, kennst du... Kannst du was? Mein Name ist Bokuba Kaiba. Ich bin der jüngere Bruder von Seto Kaiba, dem Geschäftsführer der Kaiba Corporation. Wenn du denkst, du könntest verlieren, würde ich dir raten, Fersengeld zu geben. Was? Du denkst, du könntest verlieren? Hä? So, das ist jetzt wieder Duellant, was Spaß macht. Komm. Das machen wir. Und genau das ist das Duell, was ich haben will. Und das ist Mokuba wird derjenige sein, den ich gefühlt 100, 300, 500 Mal besiegen muss. Ich habe einfach schon mal drei Exodia-Teile auf der Hand. Na, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt werdet ihr gleich sehen, warum Mokuba so schön, so ein herrlicher Gegner ist. Oh, ich glaube, das ist schon seine mächtigste Karte, die er hat. Mit seine mächtigste Karte. Okay, ich habe Gaia. Jetzt gucken wir mal, ob ich euch zeigen kann, warum Mokuba so schön einfach zu besiegen ist. So, wir rufen mal Gaia als zwei Tributopfer, was ich sonst nie machen würde, weil Gaia viel zu schwach ist. Mit 2-3 opfert man keine zwei Monster für Gaia. Das lohnt sich 0,0. Aber gut. Boah, der Junge hat Kuribo gehabt. So, jetzt gucken wir mal, jetzt müsst ihr mal aufpassen. Du musst dich verteidigen. Rumpf. Das ist Mokuba Kaiba. Finde ich geil. Mokuba Kaiba ist herrlichst. Das ist ein Flip-Effekt, was der hat, oder? Flip, okay. Dann spielen wir Monster-Reanimation, holen, was weiß ich, irgendein Monster wieder. Schlupp. Und opfern dieses für schwarze Magier-Mädchen. Oh, das ist doch mal eine angemessene Reihe, die wir haben. Und so macht das Duellieren auch wieder Spaß. Nicht, wenn man schwache Kinder besiegt, Gott bewahre. Gut, das macht auch immer Spaß oder was, ne? Aber das einmal rausgenommen. Wichtig ist mir halt das hier. Das ist so ein, oh, das ist wirklich der Aufbau-Duellant schlechthin. Bei dem baust du nämlich wirklich komplett dein Deck auf. Du kannst gar nicht anders. Muss das so machen, weil dieses Spiel dir einfach nicht mehr gibt. Dieses Starterdeck ist so grundschlecht, dass du dir echt überlegen musst. Ja, ich hätte auch Exodia beschwören können, egal. Dass du dir echt überlegen musst, wie handhabst du das, dass du da wirklich ordentliche Karten kriegst. Weil, wie gesagt, alles, was wir in diesem Deck haben, ist zum Scheitern verurteilt, weil wir einfach überhaupt nicht strategisch agieren können. Wenn ich die 5 Exodia-Teile in dem Deck habe, dann baue ich das Deck komplett anders, auf Exodia zugeschnitten, als dass ich irgendwas anderes mache. Das können wir auch mal machen, dass ich euch mal so ein Exodia-Deck zeige oder was, je nachdem, aber... Wenn doch mein Bruder hier wäre, würde ich es dir zeigen, das ist richtig. Ich werde ihm von dir erzählen, das wird dir noch leid tun. So, jetzt nehmen wir uns den Booster mal. Ja, und jetzt werden die Monster auch schon besser. Rasender Panda ist zwar kacke, seltener Fisch ist noch beschissener. Bewaffneter Ninja, der macht wenigstens eine Karte weg. Arthrosaurus ist auch Schrott. Ganimogo, Mungo, Mungo, Dings ist auch Müll, aber immerhin. Steht hier eine Woche rum. Ach du Scheiße. 5 Gratiskarten. Was haben wir denn da? Ja, herzlichen Glückwunsch. Mitternachtgeist. Holzclown. Kanonendame. Kleiner Drache.
Elfenschwertkämpfe als seltene Karte wird er tituliert. So, da genau, wir haben jetzt alle schon gesehen und wenn sowas ist, Mokuba Kaiba. Soll ich nochmal spielen? Ich bin einverstanden. Und ich gewinne das Spaß bei kleinen Kindern, um die mir rumzuhacken? Na klar. Das ist das Beste, was passieren kann. Es macht Riesenspaß, auf kleinen Kindern rumzuhacken wie dir. So, was haben wir denn da? Ich weiß, dass der keine Fallen spielt, aber eine verdeckt leben. Der Biberkrieger, der sollte den jeden Angriff aushalten, glaube ich. Wie gesagt, ich meine, dass diese Kanan oder wie sie heißt mit 1-4 das sein mächtigstes Monster ist. So. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist sogar so doof eingestellt, dass wenn ich mein Monster opfere und Baphomet rufen würde und verdeckt lege, dass er das trotzdem angreift. Ich glaube, das war so. Ja, ich muss mir mal vorstellen. Du opferst ein Monster, legst es verdeckt aufs Feld. Da weiß jeder gegenüber, oh, das ist ein stärkeres Monster, muss ich aufpassen. Macht er nicht, er greift einfach rein. So, spielen wir mal Yami. So, scheiße. Das spielt man nicht. Angriffsmodus und jetzt wird Baphomet mal zuschlagen. Hupala. Aber auch wirklich, wenn man überlegt. Oh, Fallgrube. Könnte vielleicht nochmal lustig sein. Ach komm, das war hier. Zack, beschweren wir Exodia. Wenn man wirklich mal überlegt. Wenn sich das Viech mal ansieht. Baphomet. Wer zahlt für sowas? Sowas Tribut. Wer macht sowas? Also du musst doch wirklich. Du kannst doch nicht auf so ein scheiß Fusionsmonster wie Chimera, die mal mystische Flugbestie aus sein. Und sollten dann Karten in deinem Deck verschwenden, die dafür gemacht werden, um das Viech aufzurufen. Das kannst du auch nicht machen. Du musst mir überlegen. Du musst Baphomet, Gazelle und eine Fusionskarte in deinem Deck haben, nur damit du zwei Einser-Monster rufen kannst. Oh mein Gott, sogar stärker gemacht hier. Nein, das kann's doch nicht sein. Also das ist wirklich... Wie bitte, der hat die Karte verdeckt gelegt. Okay, das ist mir jetzt auch neu. Was hat er denn da hingelegt? Ich glaube, der greift sogar mein verdecktes Monster an, obwohl er Exodia vernichten kann, bestimmt. Was hat er denn da liegen? Ja, siehst du. Oh, keine Ahnung. Und wir sind mal so frei und wollen den schwarzen Magier. Was hat der da? Egal, schwarzer Magier, Attacke! Wir werden es nie herausfinden. Weil ich Mokubas Deck nicht kenne. Gut, wieder gewonnen. Das hier können wir leider nicht überspringen. Der Junge muss labern. Wenn er mein Bruder hier wäre. Ja, die Klappe, Mokuba. Nehmen wir mal diesen Booster. Was haben wir da? Ja, herzlichen Glückwunsch wieder vom scheiß Exodia-Teil. Kriechdrache. Koji. Okay, der ist schon wenigstens. 1,5 ist okay. Zerstörergolem, Flammenviper. Ja. Ja, wie gesagt. Schwer da irgendwas Positives dran zu finden. Badem. Macht sich Spaß auf kleinen Kindern rumzuhacken. Ja, ist voll cool, die im Duell zu vernichten. Und ich will wenigstens einmal jede Booster-Reihe gezeigt haben. Ach du Kacke. Obwohl, das ist gar nicht so schlecht. Zack. Zack. Ein Riesenrad im Verteidigungsmodus. Willst du eine Falle aktivieren und mich verarschen? Ach, das fragt er jetzt jedes Mal, ob ich diesen scheiß mystischen Weltraum-Taifun habe. So, boom. Greift an und boom.
Wo sind Werkzeuge? Ich rufe mal Exodia aus Feld, komm. Nein. Riesenratte, greif seine Fangkette an. Was ist... Oh, hör doch auf jetzt! Ich mag den mystischen Weltraum-Typhoon, weil der eine Karte vernichten kann, hat Schnellzauber-Effekt. Aber es nervt unheimlich, wenn man den auf der Hand hat hier in diesem Spiel. Es immer wieder ist... Möchtest du die Karte aktivieren? Möchtest du die Karte aktivieren? Möchtest du die Karte aktivieren? Möchtest du jetzt aktivieren? Möchtest du die jetzt aktivieren? Weißt du, was wir jetzt machen? Ich hau jetzt meine eigene Karte weg, damit es auf den Sack geht. So, fertig. Nein, ich greif mal an. So, wehe dem, es folgt jetzt noch einer. Siehst du, willst du jetzt kommt nämlich nicht mehr, willst du den Schnellzauber aktivieren. Das geht einem tierisch auf den Geist. Ich meine, die Karte ist super, aber wenn du sie auf der Hand hast und dein Gegner spielt keine Zauber bzw. Fallkette, dann nervt die einfach nur. Schrecklich. Was? Wie bitte? Nein! War das richtig? Du bist eine Ratte. Nein, der zeigt mir Lebenspunkte Schaden zugefügt. Was ist denn hier los? Und ich habe nur Kuribo auf der Hand. Na, herzlichen Glückwunsch. So, voll verschwendet. So. Oh, ich habe nichts auf der Hand. Oh, kannst du nicht ein Monster mit 1000 Punkten spielen? Hätte ich das mit Fallgrube vernichten können, aber nein. Das kann nicht dein Ernst sein. Wir werden gleich das Deck mal dramatisch verändern. Also Exodia kommt raus, Schwarzer Magier kommt raus. Dafür kommt zum Beispiel einfach die Monster mit 1,5, kommen einfach rein. Die sind zwar ultra kacke, aber die kommen einfach rein, weil es bringt einfach nichts, dieses Deck zu spielen. Na endlich, Gott sei Dank, Gazelle. So, drauf. Oh, kann ich im nächsten Spielzug normalerweise meinen Beauftragten der Dämonen beschwören und dann ist dieses Duell auch beendet. Böse Schlange. Wieder ein Exodia-Teil, ich glaub's nicht. So, Beauftragter der Dämonen. Ich würde sagen, mach mal seine Schlange weg. Kriegt ihr danach wieder auf die Hand und wenn wir Glück haben, spielt er sie gleich nochmal aus. Wow. Yeah. Es kann so schön laufen. Es kann so schön laufen. Ich kann das nicht überspringen, was er hier erzählt. Ich muss mir das immer noch mal neu anhören. Seine Quatsche. Oh, guck mal. Das ist, glaube ich, immer mal selten Zufall. Dann nehmen wir erstmal die jetzt. Okay. Fontänenelf. Oh, mit 1,6 ist gar nicht schlecht. Zombie-Drache, sehr schön. Letzter Hexentag. Zerstört alle aufgedeckten Monster vom Typ Hexe. Schöne Kopfjägerin und Herkuleskäfer. Okay, danke. Dann werden wir uns mal eben unser Deck annehmen. So. Elfenschwertkämpfer. Weg. Dunkles magisches Ritual. Behalten wir nochmal. Silberfang weg. Vervielfachen kann mittlerweile auch weg. Bastardklingenkämpfer. Der Baphomet kommt weg. Riesentornade kommt weg. Exodia kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Ja, Schwarze Magier-Mädchen. Yami, Polymerisation kommt weg. Chimera kommt weg. Überkrieger kommt weg. Gut. So. Du gehst ins Main Deck. Jetzt gucken wir mal eben. Maschinenumwandlungsvergrößerung. Du kannst ins Deck.
Wie gesagt, ins Deck sollen jetzt auf jeden Fall Karten, die ziemlich gut sind. Der kommt ins Deck. Der kommt ins Deck. Flip, zerstört eine Fallkarte auf dem Spielfeld. Wenn das Ziel dieser Karte mit der Vorderseite nach unten auf dem Spielfeld liegt, die entsprechende Karte um ist, die Karte eine Fallkarte ist, die zerstört. Der Fall wird sie umgedreht. Die umgedrehte Karte wird nicht aktiviert. Geh mal ins Deck. Scheiß Exodia-Karte, ey. Du kannst doch ins Deck gehen. Alter, ich habe nicht mal genug Karten, dass ich die jetzt... Scheiße. Also ich doch so einen Kack wie Biber kriege, wieder ins Deck nehmen, ey. Herkules, Käfer. Nee. Der Drache. Ja gut, komm mal ins Deck. Im Moment geht's auch noch. Ja, nimm die Riesentornade wieder rein. Oh Gott, jetzt muss ich echt da noch Karten reinschmeißen, die ich überhaupt nicht will. Hallo, 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 ja, komm, Silberfang wieder rein. Rasender Panda. Muss ich jetzt echt mein Elfenschwertkämpfer auch noch wieder reinpacken, bitteschön. So. Jetzt haben wir das Deck wenigstens ein bisschen aufgemodelt, dass wir gegen Kaiba Mukuba, der ein bisschen mehr Chancen haben, beziehungsweise schneller geht. Und das ist einfach Sinn des Ganzen. Wie gesagt, wir machen das jetzt noch eben, bis ich jeden Booster mal gezeigt habe. Und dann können wir in aller Ruhe den Part beenden. So, Magieblocker, wir spielen ihn mal, wir brauchen ihn zwar nie, aber gut. So ist das schon viel besser. Jetzt haben wir ein Monster mit 1,6 auf dem Feld und Mokuba, genau, mit Stufe 1, tanzender Elf. Genau so wollen wir das sehen, Mokuba. Das spielen wir auch mal, falls er wirklich noch irgendwas spielen sollte. Dann wollen wir den Zerstörer holen. Und jetzt radieren wir ihn mal ganz schnell weg. Und ich weiß gar nicht, wollt ihr das sehen, wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt offscreen mal Level trainieren muss, möchte, werde tun. Also nichts, soll ich euch das zeigen? Lohnt sich eigentlich gar nicht, ne? Schwierig. Könnt ihr auch auf einer höheren Einstellung machen, dass ich sage, so, 300% oder sowas und dann duellieren wir uns hier, machen wir den Ton aus, ich lege Musik drunter und dann läuft das. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube wirklich, dass das seine mächtigste Karte ist. Okay, komm, was? Aktivier sie. Vernichte dich selbst. Tschüss. Boah, das ist echt schlimm, sowas. Paff. Und jetzt hauen wir nochmal einen Beauftragten drauf und Duell-Sieg. Und das gefällt mir. So muss dieses Deck aufgebaut sein, so muss das laufen. Gut, was haben wir? Da waren wir schon. Dann nehmen wir jetzt mal dieses Deck mit den drei Djinns, die drei Bauteile für den Torwächter. Oh, okay. Säurekriecher, ist nichts Gutes. Seelenerlöser, ist für dieses Spiel nicht so geeignet. Jinzo 7 kann direkt angreifen, naja. Wilder Kaiser, den würde ich nicht spielen. Rosengespenst von Dunn würde ich auch nicht spielen, ist eine Fusionskarte. Ist also, naja. So, lala. Mokuba, ich bitten darf. Immer weiter. Immer heiter, immer weiter. Und dabei will ich eigentlich gar nicht mehr so lange machen. Ich nehme schon wieder 35 Minuten gleich auf. Diesen Part. Und dann muss ich morgen extrem früh raus, ey. Ich muss um 6:30 schon unterwegs sein. Es ist Flohmarkt hier bei uns, großer Flohmarkt. Und
gesagt, ich liebe sowas. Ja. Ich bin ja echt einer, der auf Flohmärkten nach Kopfspalt, also der auf Flohmärkten gerne unterwegs ist, der dann immer mal so, irgendwas finde ich immer. Und es ist einfach herrlich. Und da würde ich morgen unbedingt stöbern gehen, früh los. Ich meine, die ersten fangen, also ich hab's gehört von, dass es wohl halb sechs schon irgendwie losgehen soll, aber das können wir gar nicht vorstellen. Das ist zu früh. Und da ist auch keiner da, da bauen die wahrscheinlich gerade erst auf. Das ist. Aha. Das ist, ja, da habe ich gesagt, so halb sieben, dann fahre ich dann los, dann parke ich mein Auto in der Nähe und werde dann meine gesamten, ich habe zwei große Rucksäcke hier, so einen Seemanns Rucksack und einen Rucksack mit vielen Taschen. Da will ich dann losziehen, die Taschen voll machen, gucken, was es da so gibt. Bin sehr gespannt, freue mich auf sowas und bin da echt immer gut dabei, das macht richtig Laune. Ich habe ja sowieso, da ich im sozialen Bereich bin, viel mit Leuten zu tun. Aber das ist noch wieder was anderes. Das ist so eine Sache, das macht richtig Laune, sich da auf den Flohmärkten mit den Leuten zu unterhalten. Beziehungsweise zuzusehen oder sich Sachen mit denen zu verhandeln. Gucken, was sie anbieten. Weil manchmal sind das so geile Sachen, wo ich echt denke, oh. Als du klein warst, hast du sowas gehabt oder das ist ja wirklich mal ultra. Das hat dir noch gefehlt in deiner Sammlung und so ein Kram. Und das muss dann wirklich, also da geht dann kein Weg dran vorbei. Ja. Und das ist wirklich morgen wieder so ein Fall, wo ich dann echt denke, ja, das musst du jetzt mal ausnutzen. So, Riesenmotten-Booster, was haben wir da? Gokibore, Torike, schwarzer Feuerdrache, Drachenpfeife und Wolkenbruchmonster. Ja, super. Oh, Kuba, da ist er ja. Ach ja. Bin noch überlegen, mache ich das als ein Part, lade ich das hoch? Könnte man als ein Part hochladen, wa? Man könnte allerdings auch sagen, der erste Teil des Parts ist, warum hat Mokuba da jetzt Fusionskarten? Was ist denn jetzt los? Hat er sich verbessert? Das glauben wir doch nicht. Nein, warum soll ich denn jetzt eine Zauber? Was? Ist der scheiß Raumteufel wieder auf der Hand. Was zum? Das fing aber gar nicht cool. Nein, nicht Teil einer Kette. So, 4. Und 4. Angriffsmodus. Verteidigungsmodus. Alter Schwede. Mokuba. Aber ich glaube, der ändert an seiner Strategie. Ach, der hat einen Cyberkrug gehabt, ey. Ich glaube, der ändert an seiner Strategie trotzdem nichts. Der wird gleich ein ganz schwaches Monster aufrufen und das hau ich dann hoffentlich weg und dann kann ich noch gewinnen. Ach du Scheiße, ey. Babydrache? Ja, komm, greif an. Sehr gut. Ja. Ich hau jetzt den Babydrachen gleich weg und dann hab ich das Duell gewonnen. Ach du Scheiße. Okay. Dann ist es wahrscheinlich doch so, dass. Dann war das hier auch schon so. Das ist ja spannend. Das wusste ich nicht. Ich weiß, dass im Laufe des Spiels ist das so, dass die Duellanten mehrere Decks haben. Also wie Mokuba jetzt zum Beispiel, der kann zwischen zwei Decks variieren. Und dann hat er jetzt anscheinend auch den weißen Drachen. Also die Möglichkeit, den weißen Drachen zu rufen. So, jetzt nehmen wir mal die TM1 Launcher-Spinne. Ah, man haben wir auch schon interessantere Karten. Gewichtsloser Illusionist, sehr schön. Pendelmaschine, naja. Giganto ist ziemlich schwach. Unglückliche Jungfrau ist schön, das ist eine gute Karte. Sagi ist nicht so toll. Aber okay. Mokuba, ich glaube, ich sagte fünfmal gegen das Spiel und jetzt meint er, jetzt müsste er aufmucken oder was? Ja, Mokuba, wir müssen noch mindestens zweimal gegeneinander antreten. So, wie sie jetzt hat er zum Beispiel keine Fusionsmonster.
Das heißt, er hat wieder sein Ultra-Low-Deck. Theoretisch. Wenn er nicht irgendwelchen Quatsch macht. So, wir rufen mal Riesenratte verdeckt aufs Feld. Und lassen ihn mal angreifen. Keine Ahnung. Ja, 50 Schaden. Wow. Ah, sehr schön. Dunkles magisches Ritual habe ich auf der Hand. Das heißt, ich kann zweimal zu der Stufe 4 opfern. Und meinen Magier des schwarzen Chaos rufen. Ich decke meinen kleinen Herrn und die Riesenratte. Und jetzt prügeln wir drauf. Alter Schwede, hat er den Cyberkrug gehabt. Plus der blaue gegen Ultradrachen. Nicht schlecht. Obwohl, das hätte ich nicht erwartet. Wenn ich ehrlich bin, das hätte ich nicht gedacht. Aber dann ist das wirklich so. Dann haben die wirklich, dann variieren die wirklich in ihren Decks. Interessant. Bei Geki. Ja. Das lohnt sich nicht zu spielen. Das können wir in der nächsten Runde spielen, wenn wir das Duell beenden. Wobei. Scheiße. Na, ist auch egal. Obwohl, ne? Ja, ist los. Ja, doch. Na ja, gut. Wir hätten das Duell auch beenden können. Ja, machen wir es in dieser Runde. Es meinen ja, Mokubaki haben ja jede Möglichkeit dazu. So, Magier des schwarzen Chaos. Attacke. Das war's. Wie halte ich denn den Cyberkrug zukünftig auf, wenn sowas passiert? Ich meine, der muss ja nur 5. Ich muss ihn ja irgendwie, ich muss ihn so weit bringen, dass er ziemlich schnell unter die 5000 Punkte kommt. Oh, nice. Dann nimmt er die zuerst. Irgendwelche. Okay. Oh. Böse Schlange. Hypnotische Steuerung. Wenn diese Karte gespielt wird, können dein Gegner die Position der Monster während des nächsten Spielzugs sich ändern. Alpha, der Magnetkrieger. Anmutiger Würfel und Metallwandler. Ui. Oh, gar nicht so kacke. Ja, es ist nicht mehr viel. Es sind, glaube ich, noch drei oder vier Duelle müssen wir noch machen. Dann haben wir Mokuba komplett ausgelöscht. Und, also, was heißt komplett ausgelöscht? Dann haben wir eine gute Mischung. Und er hat wieder sein komisches Deck. Oder haben die nur zu bestimmten Momenten ein neues Deck? Das kann auch sein. Das könnte auch sein, dass die nur zu einem bestimmten Moment ein neues Deck haben. Wie zum Beispiel jetzt beim fünften Mal, da war es ja so nach dem fünften Mal, ob er jetzt nach dem zehnten Mal noch mal ein neues Deck hat, das weiß ich nicht. Könnten wir mal herausfinden. So, Auftrag der Dämonen. Und mit dem hauen wir jetzt drauf. Verzeihung. Ja, ich muss mir mehr als Energy mal zu trinken bereitstellen, wenn ich solche Aufnahmesessions raushaue. Jetzt auch schon mehrere Stunden lang. Ah, Riesenratte. Falls er die vernichten sollte, dann kann ich wenigstens ein neues Monster rufen an seiner Stelle. So, nächste Runde haben wir. Wenn nichts Dramatisches dazwischen kommt. Maulwurf-Zombie. Mechanischer Maulwurf-Zombie. Den mal rufen. Obwohl es überhaupt keinen Sinn mehr macht, dass das Duell eh vorbei ist. Yeah. Nun gut. Warum müssen die immer labern? Das geht einem auf die Nerven. Okay. Jetzt ist das zum Beispiel wieder weg. Gut, dann haben wir jetzt als nächstes
Ach guck mal, sind nur noch zwei, alles klar. Das sind die Ritualkarten, glaube ich. Ja. Hier gibt es nur Ritual-Monster und Ritual-Zauberkarten. Seradamant, Super-Kriegslöwe, Wahlfestungsspur, schwarzes Glanzritual und Speerkäfer. Wenn man alle Karten sammeln will, ist das natürlich unumgänglich. Ach, wir kriegen nochmal 5 Karten gratis. Ist natürlich unumgänglich, dass man auch diese ganzen Ritualviecher sich holt. Die können ganz nützlich sein, aber wie gesagt, es müssen dann schon starke sein. Schnabelschlange. Okay, Schwert der dunklen Zerstörung ist gar nicht so schlecht. Majin-Gewehr, Skelgon, Regenbogen-Nixe. Okay, eine gute Zauberkarte. Mehr aber auch nicht. Mokuba. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, dass wir immer nur gegen Mokuba kämpfen. Und das ist das letzte Mal, theoretisch, für diese Aufnahmesession, dass wir gegen Mokuba kämpfen müssen. Ja, und er hat wieder nicht seinen blauäugigen Ultradrachen. Das heißt, wir fahren ganz gut. Mal die Karte verdeckt. Und den Zerstörer-Golem. Fettes, ruchloses Murmeltier. Jawoll. So bezeichnen mich meine Eltern auch immer. Voll fies. Was habe ich hier? Gazelle brauchen wir nicht. Schwarze Magier brauchen wir auch nicht. Könnte man vielleicht mal gebrauchen, aber bevor wir den rufen, dann lohnt es sich eher mit diesen beiden, mit zwei Monstern anzugreifen. Ich könnte in meiner zweiten Main-Phase mal eben eine Fallgrube legen, falls er ein Monster mit über 1000 Angriffspunkten ruft. Kann ich das? Da ruft ihr den Blitzmeer an, 350. Gibt's doch nicht. Da kommt Fallmeister. Da lege ich so einen Fallmeister extra ins Deck, weil ich dachte, ich denke, komm. Kann ja nicht schaden. Nix. Brauchst du gar nicht. Aber jetzt ruf mal ein Monster mit über 1000 Punkten. Habe ich dich auch besiegt, obwohl ich habe die Minister sowieso dran. Ja, weil der kriegt das Monster nicht down, der Fallmeister macht ihm Schaden. Gib eine Fallenkarte, dann mach die kaputt. Boah, ich muss noch echt eine Fallenkarte angeben, auch von meiner Seite. Naja, gut. So, weil wir es können, spielen wir einfach mal Überläufer. Einfach weil wir es können, weil es ja sonst keiner macht. Ach, hör doch auf. Warum spielt er bei sowas noch Kuribo? Das lohnt sich doch gar nicht. Guck mal, und ganz genau passend wird sein eigenes Monster jetzt vernichten. Ja, jawoll. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön, Freunde? Ich finde doch. Ein Prügelknabe, Mokuba. Und wir nehmen uns den letzten Booster. Exodia Booster. Roter Totenkopfvogel, sehr schön. Elektropeitsche, naja. Einäugiger Schilddrache, Panzerseestern, witziges Phantom, Schrottkarten. Also im Endeffekt haben wir nichts Gutes gekriegt da jetzt raus, ne? Ja, ich würde sagen, hier machen wir jetzt mal einen Schnitt. Es ist auch gut, es sind knapp 50 Minuten, die wir jetzt hier verbracht haben mit Duellieren und Surrendern. Surrendern und Duellieren, wie auch immer. Ich muss jetzt überlegen, wie ich das mache, ob ich nochmal eine extra Aufnahme-Session mache, wo wir nur gegen Mokuba antreten, weil ich brauche bessere Karten. Und man kann auch mal gucken, man macht einfach Mokuba, meinetwegen dann irgendeinen anderen Duellant mal zwischendurch, um zu gucken, wie weit man ist. Aber ich denke, wenn wir noch eine Aufnahme machen, dann wird es auf jeden Fall gegen Mokuba sein. Und ich versuche dann auch mal so ein... Wie gesagt, Tristan haben wir noch gar nicht gesehen. Den müssen wir auch nochmal suchen. Und dann gucken wir einfach mal. Lasst euch überraschen, was ich beim nächsten Mal vorhabe. Bis dann, macht's gut. Ciao.